Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Veranstaltung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand aus Anlass des 78. Jahrestages des 20. Juli 1944. Wir sind dieses Jahr wieder hier in der St. Matthäuskirche versammelt, an einem traditionsreichen Ort für die Festveranstaltungen an den Jahrestagen des 20. Juli 1944. Nach zweijähriger Pause würde ich Sie alle gerne persönlich begrüßen. Gestatten Sie mir nur, dass ich besonders Sie, liebe Gräfin Stauffenberg, lieber Graf Stauffenberg, liebe Gräfin Schwerin, lieber Graf Schwerin und Sie, liebe Frau Bundestagspräsidentin Antje Vollmer, ganz herzlich heute Abend bei uns begrüße. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Gedenkstätte Deutscher Widerstand bedeutet dieser Jahrestag auch immer wieder einen Moment innezuhalten und 78 Jahre nach dem Umsturzversuch nach der heutigen Bedeutung des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus zu fragen, auch nach dem öffentlichen Interesse am Thema. Durch die Pandemie haben sich Änderungen ergeben und Veränderungen ergeben. Die vier Einrichtungen der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand waren pandemiebedingt im vergangenen Jahr und auch zu Beginn dieses Jahr einige Monate geschlossen. Erst langsam konnten wir in diesem Jahr wieder mit den gewohnten Formen der historisch-politischen Bildungsarbeit beginnen. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher, der Analogen, steigt langsam wieder an. Dennoch müssen wir weiterhin vorsichtig sein und unter den Bedingungen der fortdauernden Pandemie können wir halt nur kleinere Gruppen auch als früher bedeuten und betreuen. Aber das ermöglicht auch noch intensivere Gespräche und eine noch größere Möglichkeit zum Zuhören und Verarbeiten des Gehörten. Die Umstellung der Veranstaltungsformen während der Pandemie auf mehr digitale Angebote hat natürlich auch die Folge, dass diese Angebote stärker wahrgenommen werden, als dies bisher der Fall war. Und dies ist heute Abend das dritte Mal, dass ein Festvortrag anschließend des Jahrestages des 20. Juli als Livestream zur Verfügung gestellt werden kann und auch mehr Menschen als bisher die Gelegenheit haben, die heute Abend nicht bei uns sein können, den Vortrag sich anzuhören. Die Zugriffszahlen auf unsere Internetpräsentation, auf das, was wir im digitalen Bereich präsentieren, sind weiterhin hoch. Im vergangenen Jahr haben wir mehr als 260.000 Besucherinnen und Besucher auf den mittlerweile 15 Webseiten der Stiftung. Mehr als 760.000 Seiten wurden abgerufen. Und die Online-Veröffentlichungen, die wir im PDF-Format haben, 41.000 Mal heruntergeladen. Und unsere neuen Angebote, vor allen Dingen neue Videos, die wir auf unserer Webseite haben, wurden im vergangenen Jahr mehr als 38.000 Mal angesehen. Und dieses sind Zahlen, die auch ein anhaltendes Interesse am Thema deutlich machen. Natürlich kann ich Ihnen bei dieser Gelegenheit nur unsere Social-Media-Kanäle auf Twitter, Facebook und Instagram empfehlen. Ich möchte heute nur auf all diese Angebote hinweisen und hinzufügen: Besuchen Sie unsere Ausstellungen, auch die vor wenigen Tagen eröffnete Ausstellung zur Roten Kapelle. Lesen Sie unsere Bücher und informieren Sie sich bei uns über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Denn wir erinnern uns nicht nur an diesen Gedenktagen, sondern das gesamte Jahr hindurch an die Frauen und Männer im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Dazu tragen vielfältige Aktivitäten bei, wie der in diesem Jahr abgeschlossene bundesweite Wettbewerb Remember Resistance. Mach dir ein Bild von Widerstand, an dem über 450 Jugendliche mit mehr als 60 Beiträgen teilgenommen haben. Ich freue mich, dass auch heute Abend welche von denen, die am Wettbewerb teilgenommen haben, die Gelegenheit haben, den Vortrag von Herrn Ziemann sich anzuhören und begrüße auch Sie ganz herzlich. Und die Ergebnisse, meine Damen und Herren, dieses Wettbewerbs können Sie sich bis 25. Juli in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand anschauen. Und da sehen Sie, was nicht wir Älteren, sondern was die Jüngeren aus dem Thema machen und dass es da auch eine gewisse Aktualität durchaus noch hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus beginnt nicht erst am 30. Januar 1933. Der demokratische Kampf gegen die Nationalsozialisten begann schon mit dem Aufstieg der NSDAP.
Darauf weisen wir immer wieder auch mit unseren Aktivitäten zur demokratischen Massenorganisation des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hin. Doch all diese demokratischen Aktivitäten konnten den Aufstieg des Nationalsozialismus letztlich nicht aufhalten. Am 20. Juli 1932, also morgen vor 90 Jahren, fast vier Generationen zurück, setzte der Reichskanzler Franz von Papen die preußische Regierung des Sozialdemokraten Otto Braun ab. Eine Notverordnung bestellte von Papen zum Reichskommissar für Preußen. Diese Attacke gegen das sogenannte demokratische Bollwerk Preußen war eine wichtige Etappe beim autoritären Umbau des politischen Systems der Weimarer Republik. Gab es nach dem 20. Juli 1932 überhaupt noch eine Chance zur Rettung der Republik? In der Presse wird dieses Ereignis vor 90 Jahren auch wieder diskutiert, etwa von Joachim Kepner in der Süddeutschen Zeitung oder von Heinrich August Winkler in der Zeit. Wir beschäftigen uns immer noch mit der Frage, wie konnte es eigentlich passieren? Was passierte da 1932, 1933 in Deutschland? Und damit sind die Ereignisse vom 20. Juli 1932 auch noch heute aktuell. Ich freue mich sehr, dass wir für den heutigen Abend Professor Benjamin Ziemann als Referenten gewonnen haben. Er ist Professor für Neuere Deutsche Geschichte an der University of Sheffield. Sein Buch Gewalt im Ersten Weltkrieg aus dem Jahre 2013 wurde mit dem Preis Geisteswissenschaften international ausgezeichnet. Er ist renommierter Experte für die Geschichte der Weimarer Republik und, das kann ich einfach an dieser Stelle nicht verschweigen, einer der führenden Experten auch zur Geschichte der demokratischen Massenorganisation des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die deutsche und europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg und die historische Friedensforschung. Gemeinsam Nadine Rossol hat er zuletzt 2021 Aufbruch und Abgründe, das Handbuch der Weimarer Republik veröffentlicht. Ein Handbuch, eine Enzyklopädie, die unser Wissen über die Weimarer Republik nicht in einem handlichen Format, das würde nicht ganz stimmen, aber in einem umfassenden Format versammelt. Insofern freue ich mich, dass wir Herrn Ziemann für den heutigen Abend als Redner gewinnen konnten. Bitte schön, lieber Herr Ziemann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Tuchel, sehr geehrte Damen und Herren, am 20. Juli erfolgte der sogenannte Preußenschlag. Das war die mit dem Mittel des Verfassungsbruchs vorgenommene Entmachtung der Regierung des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Otto Braun in Preußen. An diesem Datum überkreuzten und bündelten sich verschiedene politische Entwicklungen der späten Weimarer Republik. Dazu gehörte erstens die schwindende Zustimmung der Wähler für die Parteien der sogenannten Weimarer Koalition, also die SPD, die Katholische Zentrumspartei und zu diesem Zeitpunkt die Deutsche Staatspartei, wie die linksliberale DDP nach der Verschmelzung mit dem Jungen Deutschen Orden im Juli 1930 hieß. Hinzu kam zweitens, und darauf werde ich einen besonderen Akzent setzen, das immer noch ungelöste Problem des Föderalismus, der von Beobachtern in allen politischen Lagern als dysfunktional empfundene Dualismus zwischen den zentralen Instanzen des Reiches und Preußen als dem bei weitem größten und wichtigsten der 1932 noch 17 Länder des Deutschen Reiches. Und die dritte Entwicklung ist, die geht aus von der Regierung des Reichskanzlers Franz von Papen, der seit dem 1. Juni 1932 im Amt war, der eine autoritäre Wende nach rechts vorantrieb, zu der unter anderem Pläne für einen Umbau der Weimarer Reichsverfassung unter dauerhafter Ausschaltung des Reichstages gehörten. Es ist unbestritten, dass in der turbulenten Endphase der Weimarer Republik der 20. Juli eine wichtige Zäsur markiert. Weniger klar hingegen ist, worin genau eigentlich diese Zäsur besteht. Manche Historiker vertreten die Auffassung, dass bereits mit dem Übergang zum Präsidialkabinett unter Kanzler Heinrich Brüning, das sich auf Notverordnungen nach Artikel 48 der Verfassung stützte, die Demokratie seit 1930 effektiv zerstört war. Andere argumentieren, noch bis zum Morgen der Ernennung des Kabinetts Hitler am 30. Januar 1933 habe eine Chance bestanden, diesen Ausgang zu verhindern, denn Alfred von Hugenberg bekam kalte Füße und überlegte im letzten Moment noch, seine Unterstützung zurückzuziehen.
Eine dritte Position ist, dass mit dem 20. Juli 1932 eine Rückkehr zu einem funktionierenden Parlamentarismus, bei dem die Regierung sich auf eine Mehrheit im Parlament stützt, um zu regieren, unmöglich wurde. Gerade dann aber stellt sich die Frage, ob und wie sich die republiktreuen Kräfte dem Staatsstreich des 20. Juli gegen die preußische Regierung entgegensetzen konnten, um den Verfassungsbruch zu verhindern. Gab es nach dem 20. Juli eine Chance, die weitere Zerstörung der parlamentarischen Demokratie aufzuhalten und das republikanische Gemeinwesen zu retten? Diese Frage zählt seit Jahrzehnten zu den umstrittensten Problemen im Zusammenhang des Preußenschlages. Das lag zum einen daran, dass die zeitgenössischen Akteure in der Rückschau nach 1945 mit einer Antwort zugleich ein Urteil über ihre eigene Rolle abgaben, dessen Bedeutung weit über den 20. Juli hinauswies. Denn wenn Widerstand gegen den Preußenschlag eine der letzten Möglichkeiten war, Hitler als Reichskanzler zu verhindern, hatte jede Entscheidung um den 20. Juli herum eine besondere Bedeutung. Und das Wissen um diese Zusammenhänge prägt alle Memoiren der beteiligten Politiker. Strittig sind Annahmen oder die Möglichkeiten des Widerstandes auch aufgrund der kontrafaktischen Annahmen, die jede These über die Handlungsspielräume der republikanischen Kräfte enthält. Kontrafaktisch heißt hier einfach, was wäre gewesen, wenn, und solche Fragen im Konjunktiv sind natürlich schwer zu beantworten. Die Frage nach den Chancen einer Gegenwehr gegen den Preußenschlag hat in den letzten Jahren noch eine neue Bedeutung angenommen, und zwar vor dem Hintergrund des Schlagworts von der Republik ohne Republikaner. Dieses Schlagwort ist praktisch so alt wie die Weimarer Republik selbst. Bereits 1919 notierte der protestantische Theologe Ernst Troeltsch diese Redensart. Nach 1945 griffen viele Historiker sie auf und benutzten sie, um das Bild eines von Feinden belagerten demokratischen Systems zu zeichnen, dem es seit seinen Anfängen an echtem Rückhalt in der deutschen Bevölkerung gemangelt habe. Die prorepublikanischen Kräfte hätten es versäumt, einen Gründungsmythos der Republik zu schaffen, eine große Erzählung, die den Sinn eines Gemeinwesens verdeutlicht, das ohne Fürsten auskam und auf dem bürgerschaftlichen Engagement der wahlberechtigten Männer und Frauen basierte. Diese These ist in den letzten 15 Jahren jedoch mit Blick auf die Breite und Vielfalt des prorepublikanischen Aktivismus der Weimarer Jahre vielfach widerlegt worden. Dabei geht es vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, um das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das Herr Tuchel schon erwähnt hat, den 1924 gegründeten Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer, wie sein zweiter Name lautete. Wir wissen heute, dass das Reichsbanner kein militaristischer Kampfbund war, der sich in der Soldatenspielerei erschöpfte und damit den Sturmabteilungen der NSDAP trotz ideologischer Divergenzen ähnlich war, wie das die ältere Forschung noch behauptet hat. Im Reichsbanner sammelten sich etwa 1 Million Männer, rund 2/3 von ihnen Kriegsveteranen, die sich der Verteidigung der Republik und ihrer schwarz-rot-goldenen Flagge verschrieben hatten. Das Reichsbanner verteidigte Wahlversammlungen der republikanischen Parteien, SPD, Zentrum, DDP, dann Staatspartei, gegen Anfeindungen und Übergriffe. Es war aber nicht nur defensiv tätig, sondern bemühte sich auch aktiv, den Sinn der Republik und ihre Errungenschaften anschaulich zu machen. Am 11. August, bei der jährlichen Feier des Verfassungstages, in Fahnenwein, wo die schwarz-rot-goldenen Banner sozusagen feierlich der Öffentlichkeit, der örtlichen Öffentlichkeit übergeben wurden, Theateraufführungen und anderen kulturellen Veranstaltungen. Dem Reichsbanner, das dem Namen nach überparteilich war und von allen drei Parteien der Weimarer Koalition getragen wurde, gehörten in der Praxis zu 90% Mitglieder und Wähler der SPD an. Und diese sozialdemokratische Prägung des Verbandes war Anfang der 1930er Jahre noch stärker als bei seiner Gründung 1924. Wenn Ihnen das Reichsbanner noch nicht geläufig war oder Sie noch mehr wissen wollen, kann ich Ihnen sehr empfehlen, in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand das Schaudepot zum Reichsbanner aufzusuchen mit einer Fülle höchst interessanter Objekte und auch sozusagen interaktiven Elementen. Das ist eine großartige Ressource, die Frau Marion Görs und Herr Stefan Heinz, die beide hier irgendwo im Publikum sind, über die letzten Jahre mit ihrem Team aufgebaut haben. Das ist wirklich sehr interessant. Ich kann das sehr empfehlen.
Gerade wenn Weimar keine Republik ohne Republikaner war, stellt sich die Frage, warum substanzielle Gegenwehr gegen den Preußenschlag ausblieb auf neue Weise. Doch nun der chronologischen Reihe nach. Die unmittelbare Vorgeschichte beginnt am 24. April 1932. Bei den Wahlen zum Preußischen Landtag erlitt die Koalition aus SPD, Zentrum und Linksliberalen eine empfindliche Niederlage und verlor ihre Mehrheit. Der Stimmanteil der SPD fiel von 29% bei der letzten Wahl 1928 auf 21%. Die Staatspartei schrumpfte auf 1,5%. Nur das Zentrum konnte sich behaupten mit 15%. Von den 423 Mandaten im Landtag hatte die Weimarer Koalition gerade noch 163, exakt eines mehr als die NSDAP, die sich von 8 Mandaten 1928 auf 162 steigerte. Doch da die Wähler der konservativen Parteien rechts vom Zentrum, DNVP, Landvolkpartei, andere Absplitterungen von der DNVP, in Scharen zur NSDAP gewandert waren, hatte die Rechte auch mit der NSDAP im Landtag keine Mehrheit. Kurz vor der Wahl hatte der Landtag die Geschäftsordnung so geändert, dass die Wahl eines Ministerpräsidenten künftig nur noch mit absoluter Mehrheit der Abgeordneten erfolgen konnte. Das geschah schon im Vorgriff auf einen erwarteten Erdrutschsieg der NSDAP. Nach dem 24. April verfügte nur noch eine Koalition aus Zentrum und NSDAP über eine solche Mehrheit. Es gab Verhandlungen, um die Möglichkeiten einer solchen Koalition auszuloten. Sie scheiterten aber rasch an den Forderungen der NSDAP. Bei der Wiedereröffnung des Preußischen Landtages am 24. Mai teilte die Regierung den Abgeordneten mit, dass sie im Gefolge des Wahlergebnisses kollektiv von ihrem Amt zurückgetreten sei. Nach der Geschäftsordnung blieb die Regierung Braun aber weiterhin geschäftsführend im Amt, und zwar so lange, bis eine neue Regierung mit Mehrheit gewählt war. Im Sommer 1932 war das an sich nichts Ungewöhnliches. Im Frühjahr 1932 wollte die KPD im Sächsischen Landtag einen Misstrauensantrag gegen den Ministerpräsidenten Walter Schiek einbringen. Der reagierte mit dem freundlichen Hinweis, das sei eine völlig überflüssige Mühe, denn er sei schon gestürzt. Schiek war bereits seit Mai 1930 nur noch geschäftsführend im Amt. Dasselbe galt für Bayern. Im Sommer 1932 waren dann auch die Regierungen Württemberg, Hamburg, Hessen und Oldenburg nur noch geschäftsführend tätig, hatten also keine Mehrheit in ihrem Landtag bzw. in der Hamburger Bürgerschaft. Diese Konstruktion war so lange tragfähig, als die Landesregierungen über die nötigen Finanzmittel verfügten, um Staatsausgaben zu tätigen. Reichskanzler Brüning hatte den Ländern das Regieren ohne parlamentarische Zustimmung durch die sogenannte Dietramszeller-Notverordnung vom August 1931 möglich und schmackhaft gemacht. Damit waren die Landesregierungen ermächtigt, den Ausgleich der Haushalte von Ländern und Kommunen auf dem Weg einer Notverordnung durchzusetzen. Und zwar ohne parlamentarische Überprüfung, wie es für Notverordnungen auf der Reichsebene laut Artikel 48 Absatz 3 galt. Die Probleme der preußischen Regierung im Juni 1932 waren also keineswegs einzigartig. Sie waren dennoch aber auch spezifisch. Und das lag an der besonderen Bedeutung, die Preußen als Bollwerk deutscher Demokratie zukam, wie der Vorwärts im April 1932 formulierte. Die Regierung von Otto Braun, der mit kurzen Unterbrechungen seit 1920 als Ministerpräsident amtierte, hatte sowohl mit der Weimarer Koalition als auch in der Zeit der Großen Koalition, dann unter Einbindung der rechtsliberalen DVP, das war von 1921 bis 1924, eine Politik der Demokratisierung vorangetrieben. Dazu gehörte die Förderung von republikanisch gesonnenen Kandidaten für die wichtigsten Beamtenposten des Landes, in den Ministerien, bei den Landräten auf Kreisebene, bei den Ober- und Regierungspräsidenten auf der Ebene der Provinzen. In seiner ersten Amtszeit als preußischer Innenminister von 1920 bis 1926, seit 1930 kehrte er noch einmal in dieses Amt zurück, hatte der Sozialdemokrat Karl Severing durch den Ausbau der Schutzpolizei, die Ersetzung der Polizeipräsidenten, eine Reorganisation der Polizei im republikanischen Sinne in die Wege geleitet. Seit März 1930 war so der Kontrast zwischen Reich und Preußen unübersehbar geworden. Reichskanzler Brüning regierte mit einem Kabinett, das nur noch durch die Notverordnungen des Reichspräsidenten handlungsfähig war.
Nach dessen Umbildung im Oktober 1931 rückte die Reichsregierung noch weiter nach rechts, konnte sich nur noch auf die Unterstützung von Zentrum der Bayerischen Volkspartei und einigen deutschnationalen Abgeordneten stützen. Nur noch die Tolerierung durch die SPD machte es Brüning möglich, Misstrauensanträge zu überstehen. Der gesellschaftliche Rückhalt seines Kabinetts war verschwindend gering. Demgegenüber erschien das Bollwerk Preußen als letzte große Bastion der Demokratie in Deutschland mit einer von Braun geführten Regierung, die sich auf eine parlamentarische Mehrheit stützen konnte. Doch diese Feststellung bezieht sich auf die Zeit vor dem 24. April 1932. Mit dem Ergebnis der Landtagswahl war das Bollwerk Preußen bereits sturmreif geschossen worden. Das wusste niemand besser als Braun selbst, der nicht nur die rechtlich eigentlich unnötige Demission seines gesamten Kabinetts durchsetzte, sondern auch selbst nicht mehr länger im Amt bleiben wollte. Braun war seit längerem amtsmüde. Ihn plagten schwere gesundheitliche Probleme. Seine Frau war seit einigen Jahren pflegebedürftig und am Vorabend der Wahl hatte er einen Zusammenbruch erlitten. Zu all diesen Problemen kam hinzu, dass Braun einfach keinen Sinn in seinem Verbleiben im Amt sah. Auf einer Fraktionssitzung der SPD im Mai 1932 erläuterte er eindringlich, dass er als nur geschäftsführender Ministerpräsident keine Autorität mehr habe und warf eher nebenbei ein, es sei wohl besser, ich zitiere, wenn die früher oder später erfolgende Reichsexekution sich seinem Zentrumsmann, dem Zentrumsmann Hermann Hürtsiefer gegenübersähe als ihm, Ende des Zitats. Er wusste also bereits zu diesem Zeitpunkt, dass die Tage seiner Regierung gezählt waren. Am 4. Juni übergab er Wohlfahrtsminister Hürtsiefer die Amtsgeschäfte, beurlaubte sich selbst, räumte sein Amtszimmer inklusive der an den Wänden aufgehängten Hirschgeweihe und zog sich in sein Haus in Zehlendorf zurück. Und als die Kunde davon an die Öffentlichkeit drang, war allen Beobachtern klar, dass das Bollwerk Preußen eigentlich nicht mehr existierte. Eine der drei Koalitionsparteien war dezimiert, die Staatspartei hatte nur noch zwei Abgeordnete, der zweite Koalitionspartner verhandelte mehr oder minder offen mit der NSDAP und die SPD war erschüttert, als sie feststellen musste, dass Braun, der vor den Wahlen noch einmal als starker Mann aufgebaut worden war, resignierte. An diesem Punkt muss ich kurz auf das verwickelte Problem der Reichsreform eingehen, das die Republik von Beginn an geplagt hat, weil es in meiner Sicht von fundamentaler Bedeutung für ein Verständnis der Vorgänge um den Preußenschlag ist. Die Weimarer Reichsverfassung hatte den Föderalismus des 1871 geschaffenen Reiches nicht abgeschafft, sondern nur abgemildert. Sie folgte, wie Hugo Preuß das formuliert hatte, dem Modell des dezentralisierten Einheitsstaates. Und diese Formulierung zeigt an, dass sich die Gewichte dabei in die eine Richtung verschieben lassen, Einheit, oder in die andere, Dezentralisierung. Hauptantriebskraft für alle Debatten um die Reichsreform war der Dualismus von Reich und Preußen. Preußen stellte 2/3 der Bevölkerung des Reichsgebietes und 60% der Bevölkerung, überragte also alle anderen Länder bei weitem. Zugleich hatte Preußen in der Republik seine politische Hegemonialstellung, die es im Kaiserreich noch gehabt hatte, verloren. Damit gab es in der Weimarer Republik 2 demokratisch legitimierte Machtzentren, die unverbunden nebeneinander standen. Die Vorschläge zur Lösung dieses Dualismus waren ebenso zahlreich wie komplex. Einige Teilnehmer befürworteten eine Rückkehr zu einem stärker föderativen Modell, andere den kompletten Übergang zu einem Einheitsstaat, bei dem die Länder nur noch Organe der Selbstverwaltung gewesen wären, also keine Parlamente mehr gehabt hätten. Eine Länderkonferenz zur Reichsreform, die seit Anfang 1928 arbeitete, legte im Juni 1931 einen Vorschlag vor. Demnach sollten Länder alter Art in ihren bisherigen Rechten verbleiben und der Dualismus von Preußen und Reich würde durch eine Zusammenlebung an der Spitze und in der Mitte gelöst. Reichstag und Landtag sollten zusammengelegt werden, die preußischen und die Reichsministerien ebenso wie die Spitze der Verwaltung in die Kompetenz des Reiches fallen. Die preußischen Provinzen würden dann Länder neuer Art und de facto nur noch die Kompetenz zur Selbstverwaltung behalten.
Ein Gesetzentwurf lag im Sommer 1931 vor. Brüning beschloss, seine weitere Behandlung aufzuschieben. Otto Braun machte weiterhin Versuche, die Regierung Brüning zur Auflösung des Dualismus zu bewegen. Und zwar nun vor allem mit Vorschlägen, bei denen Preußen direkt im Reich aufgehen würde. Hier im Oktober, November 1931 ging es wiederum um die Kontrolle über die Finanzpolitik. Es war eine Diskussion, die der Rücktritt des preußischen Finanzministers Höpke Aschoff ausgelöst hatte. Brüning schlug Braun vor, den Reichsfinanzminister zugleich zum preußischen Finanzminister zu ernennen. Braun antwortete darauf mit einem weitaus radikaleren Gegenvorschlag. Mit Blick auf seine eigene angeschlagene Gesundheit und den wahrscheinlichen Ausgang der Landtagswahlen im April 1932 wollte er Braun zurücktreten. Die preußischen Koalitionsparteien würden dann Brüning in Personalunion zum preußischen Ministerpräsident wählen. Dieser Vorschlag scheiterte am Veto Hindenburgs, bei dem sich Brüning absichern wollte. Dieser Schachzug von Braun hätte Brünings Position erheblich gestärkt, da der preußische Ministerpräsident, anders als der Reichskanzler, nicht von Hindenburg entlassen werden konnte, wie das nach Artikel 53 der Verfassung möglich war. Zugleich wird hier deutlich, dass Braun sich schon lange vor dem Wahltag mit dem Gedanken des Rückzugs trug. Nach den Wahlen kehrte Brüning in anderer Form zu den Überlegungen vom Herbst 1931 zurück. Er ließ den Text einer Notverordnung ausarbeiten, mit der preußische Justiz und Polizei dem Reich unterstellt wurden und damit zugleich die finanzielle Unterstützung Preußens gedrosselt würde. Dann wäre es an einem zweiten Schritt zur Einsetzung eines Reichskommissars in Preußen gekommen. All das auf gesetzmäßigem Wege, muss ich hinzufügen. All das lag fertig in der Schublade, als Brüning am 30. Mai 1932 zurücktreten musste. Als Franz von Papen die Kanzlerschaft übernahm, lag der Plan eines Reichskommissars für Preußen also von Beginn an in der Luft. Der Vorwärts berichtete im Juni mehrfach über Gerüchte, dass ein solcher Reichskommissar eingesetzt werden würde. Der Berliner Polizeipräsident Albert Krasinski notierte in seinen im Exil entstandenen Erinnerungen, die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, was die Reichsregierung beabsichtigte. Krasinski informierte seinen Vorgesetzten Severing, aber der preußische Innenminister wollte nichts davon wissen. Die Initiative für den Preußenschlag seit dem Amtsantritt des Kabinetts vom Papen am 1. Juni beim Reichskanzler selbst, bei Reichswehrminister Kurt von Schleicher und bei Innenminister Wilhelm von Geil mit AY. Diese drei agierten zusammen als ein Triumvirat. Geil war die eigentlich treibende Kraft und zur Durchsetzung ihrer Pläne mussten auch Widerstände im Reichskabinett überwunden werden. Als Vorwand sollten die gewaltsamen politischen Zusammenstöße zwischen den radikalen Flügelparteien der Rechten und Linken dienen. Deren Zahl schnellte nach der Aufhebung des Verbots der SA am 16. Juni schlagartig in die Höhe. Das Kabinett Papen hat also den Vorwand für den Preußenschlag so selbst erzeugt. In Kabinettssitzungen am 11. und 12. Juli konnte das Triumvirat schließlich die Zustimmung für sein Vorgehen gewinnen. Am 14. Juli reiste von Geil zum greisen Reichspräsidenten auf seinem ostpreußischen Gut und erwirkte eine Blankovollmacht für zwei undatierte Notverordnungen nach Artikel 48. Die erste ordnete zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit die Einsetzung des Reichskanzlers als Reichskommissar für Preußen an. In dieser Funktion konnte er dann nicht nur die Mitglieder der preußischen Regierung ihres Amtes entheben und selbst die Amtsgeschäfte des Ministerpräsidenten übernehmen, sondern auch dritte Personen als Reichskommissare mit der Leitung von preußischen Ministerien beauftragen. Eine zweite Notverordnung verhängte den Ausnahmezustand über Berlin und die Mark Brandenburg. Den Vorwand, den sich Papen und Geil erhofften, hatten, entstand am 17. Juli 1932 beim Altoer Blutsonntag gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten in Hamburg. Papen und Geil setzten also am 20. Juli beide Notverordnungen in Kraft. Braun und Severing wurden abgesetzt, als Reichskommissare traten an die Stelle des ersten von Papen selbst, anstelle des zweiten der Essener Oberbürgermeister Franz Bracht.
Auch der Berliner Polizeipräsident wurde seines Amtes enthoben. Severing protestierte gegen seine Absetzung, musste aber am Abend sein Dienstzimmer räumen. Die preußischen Minister beschlossen umgehend, den Staatsgerichtshof gegen die Reichsregierung anzurufen und deren Vorgehen damit einer rechtlichen Klärung zu unterwerfen. Aber diese erfolgte erst im Oktober mit dem Urteil des Staatsgerichtshofes und kam damit für eine politische Zuspitzung des Konflikts zu spät. Wie reagierten nun die Spitzen von SPD, freien Gewerkschaften, die mit der SPD assoziiert waren, und des Reichsbanners auf die Absetzung der preußischen Regierung? Diese Frage stellt sich für jede der drei Organisationen einzeln, zusammen aber auch im Rahmen der Eisernen Front, der im Dezember 1931 geschaffenen Plattform für die Koordinierung der außerparlamentarischen Arbeit zur Verteidigung der Demokratie. Schauen wir zunächst auf die Ebene der Gremien an der Spitze der Organisationen. Am 16. Juli trafen sich Mitglieder des SPD-Parteivorstandes. Severing berichtete über die Hinweise darauf, dass die Einsetzung eines Reichskommissars bevorstehe, betonte aber auch, dass es noch ungewiss sei, ob dabei die Verfassung gebrochen würde. Nur in diesem Falle könne man den Einsatz der preußischen Polizei erwägen, gestützt von den Massen der Eisernen Front, damit meinte er das Reichsbanner. Aber das könne nun nicht mehr als eine Demonstration von kurzer Dauer sein, Zitat Severing. Die Versammelten kamen darin überein, unabhängig vom Vorgehen der Papenregierung den Boden der Verfassung nicht zu verlassen. Das hieß im Klartext, dass ein gemeinsamer Widerstand von preußischer Polizei und Reichsbanner nicht geplant war. In der neueren Forschung ist die These vertreten worden, angesichts der nur geringen numerischen Stärke der Reichswehr hätte die Polizei vielleicht, unterstützt vom Reichsbanner, die Reichshauptstadt abriegeln können. Die Reichsbannerführung hatte nach dem Wahlerfolg der NSDAP 1930 mit dem Aufbau von Schutzformationen begonnen, den sogenannten Schufos, die spezielles Training zur Einübung militärischer Taktiken und wenn möglich auch eine Schießausbildung erhielten, um die Fähigkeit des Reichsbanners zur Verteidigung gegen Angriffe der rechtsradikalen Wehrverbände wie SA und Stahlhelm zu erhöhen. Im Frühjahr 1931 sollen angeblich 250.000 Reichsbannermänner in diesen Schufos organisiert gewesen sein. Aber es gab keine zentrale Koordination dieser Maßnahmen, wie etwa im Sozialistischen Schutzbund in der Republik Österreich. Das Training der Schufos bestand effektiv vor allem im Wehrsport, und über Bestände von Handfeuerwaffen verfügten, wenn überhaupt, nur einige wenige Ortsgruppen. Es gab auch Versuche, die Ausbildung im Kleinkaliberschießen voranzutreiben, aber diese stießen auf den Widerwillen der durch den sozialistischen Antimilitarismus geprägten Reichsbannermänner. Die Vorstellung, eine bewaffnete Auseinandersetzung von preußischer Polizei und Schufo mit der Reichswehr hätte praktikable Handlungsalternativen angeboten, ist angesichts dieser Sachlage abwegig. Die bereits am 16. Juli getroffene Entscheidung, die Massen nicht zum Widerstand gegen die Entmachtung der preußischen Regierung aufzurufen, wurde am 20. Juli nochmals bekräftigt. Die Nachricht platzte in eine gemeinsame Sitzung der Gewerkschaftsvorsitzenden mit Vertretern der SPD, unter ihnen Otto Wels, der Vorsitzende, und andere. Auch Karl Höltermann, der junge Bundesvorsitzende des Reichsbanners, war anwesend. Wir wissen von der Reaktion der Versammelten durch eine Anfang 1933 verfasste Aufzeichnung von Otto Wels. Danach herrschte zunächst allgemeine Ratlosigkeit und Stille, die Wels dann durch eine Diskussion der Optionen aufzubrechen versuchte. Er erinnerte an den Generalstreik gegen den Kapp-Putsch 1920, musste aber die Frage verneinen, ob die Massen des Volkes in der gleichen Geschlossenheit wie 1920 hinter der republikanischen Sache stünden. Er blieb dennoch bei diesem Thema und wandte sich zunächst an Franz Scheffel, den Vorsitzenden der Eisenbahnergewerkschaft, da ein Streik der Eisenbahner zentral bei jedem Versuch war, das Land durch einen Generalstreik lahmzulegen. Scheffel erwiderte, es käme auf die Parole an, die man ausgeben könne. Da der Reichspräsident selber den Belagerungszustand verhängt hatte, müsse man, ich zitiere jetzt, den Rücktritt des Reichspräsidenten zur Parole machen. Zitat Ende. Das war, wie Scheffel nur zu wohl wusste, ein völlig widersinniges Vorhaben,
da Hindenburg erst 3 Monate zuvor mit Unterstützung der SPD und des Reichsbanners für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden war. Andere Verbandsvorsitzende äußerten sich noch zurückhaltender oder schwiegen gleich. Auf einer Sitzung der Verbandsvorstände der Gewerkschaften, also des ADGB, am Tag darauf wurde diese Entscheidung bestätigt. Das Ergebnis beider Sitzungen war eindeutig. Alle kamen darin überein, dass es nun darauf ankäme, sich auf die am 31. Juli stattfindende Reichstagswahl zu konzentrieren. Es gelte dafür zu sorgen, dass diese Wahl tatsächlich stattfinde, was einen Generalstreik womöglich gefährdet hätte, und sie in ein Referendum gegen Papen umzumünzen. Theodor Leiphardt, der Vorsitzende des ADGB, hatte dafür bereits am 20. Juli das Schlagwort ausgegeben: sichert die Reichstagswahl. Und genau dies war die Marschroute, die der SPD-Parteivorstand dann am 21. Juli vorgab. Die Wahl am 31. Juli sollte zu einem, ich zitiere, zu einem Tag des Gerichts gegen die Missregierung der Barone werden. Im Übrigen war es keineswegs so, dass Papen und Geil die Möglichkeit eines Abwehrstreiks nicht in Betracht gezogen hätten. Auf der Kabinettssitzung am 12. Juli versicherte Geil auf eine entsprechende Nachfrage, es stünde für alle Fälle die technische Nothilfe zur Verfügung. Die TENO, so lautete die Abkürzung, war 1919 gegründet worden, um Streiks durch Streikbrecher niederzuschlagen. Das geschah vor allem in den Jahren von 1919 bis 1921 in den ostelbischen Provinzen Preußens bei einer Welle von Landarbeiterstreiks, die die Gutsbezirke dieser Provinzen zu dieser Zeit überzog. Das war also schon eine Weile her. Dennoch überrascht es, dass die Gewerkschafter am 20. Juli einen Einsatz der TENO noch nicht einmal in Erwägung zogen. Sie verfügte 1932 über 200.000 Mann, von denen rund 50.000 als Streikbrecher zur Verfügung standen. Und die Verantwortlichen der TENO selber waren in Planspielen, die einige Zeit später stattfanden, sehr zuversichtlich, dass sie eine Notfallversorgung aufrechterhalten und einen Generalstreik rasch brechen konnten. Die von den sozialdemokratischen Spitzengremien vorgegebene Marschrichtung war damit klar. Doch wie sah es an der Basis aus bei den Mitgliedern und lokalen Funktionären? Aus der Rückschau übten viele mittlere Funktionäre vernichtende Kritik an den Entscheidungen von Severing und Welz. Wilhelm Högner, Julius Leber oder auch Toni Sender. Sender, die 1922 von der USPD zur SPD zurückgekehrt war, schrieb im US-Exil in ihren Erinnerungen, es wäre für die deutschen Arbeiter besser gewesen, ich zitiere, im Juli 1932 ihr Leben in einem Freiheitskampf zu riskieren, als einige Monate später hinter den Stacheldrahtzäunen von Konzentrationslagern elend umzukommen. Ende des Zitats. Als Historiker sich in den 1950er Jahren erstmals an die Klärung dieser Frage machten, erhielten sie eine ganze Reihe von mündlichen Hinweisen mit dem Zeugnis, die Reichsbannerformationen hätten aller Orten bereitgestanden, um loszuschlagen. Doch bestätigen ließen sich diese Berichte bis heute nicht. Einige dieser Quellen entbehren nicht der Ironie, etwa die Aussage des Reichsbannervorsitzenden in Braunschweig, der behauptete, in den 1950er Jahren, sozusagen auf diese Fragen angesprochen, die dortigen Schufo-Staffeln hätten Kampfwillen gehabt, Waffen hätten sie allerdings keine gehabt, aber gehofft, dass die Polizei an ihrer Seite stehen würde. Am plausibelsten sind noch einige Berichte, nach denen in Berlin am 20. Juli einige tausend Reichsbannermänner in ihren Treffpunkten bereitstandeten und auf Anweisungen warteten. Von der KPD zusammengestellte Informationen über die Reaktionen in Berliner Großbetrieben ergaben ein ähnliches Bild. Sie sind, wie alles, was von der KPD kam, und natürlich mit Vorsicht zu benutzen, aber demnach hätten eine Reihe von freigewerkschaftlich organisierten Arbeitern einen Streikaufruf erwartet. Als er ausblieb, verteidigten sie diese Entscheidung dann am nächsten Tag und propagierten, wie der Rest der SPD auch, die Parole sichert den 31. Juli. Die Vorstellung, Hunderttausende, wenn nicht Millionen Arbeiter hätten am 20. Juli bereitgestanden, um den Preußenschlag mit einem Massenstreik zu bekämpfen, entstammt dem Antiquitätenkabinett sozialistischer Klassenmythen, nach denen ein einiges und handlungsbreites Proletariat stets bereit ist, Momenten der Gefahr mit kollektivem Handeln zu begegnen. Doch das ist ein Mythos, nicht erst 1932.
Es war bereits im Juli 1914 ein Mythos, als der Parteivorstand der SPD am 25. Juli zu Massenversammlungen gegen die Kriegsgefahr aufrief, die in geschlossenen Räumen stattfinden sollten und nur in drei deutschen Städten, Düsseldorf, Stuttgart und Berlin, sich Sozialdemokraten dann spontan zu größeren Straßendemonstrationen zusammenfanden. Auch der Generalstreik gegen den Kapp-Putsch 1920 ist mythologisch überhöht, denn den Putschisten um Kapp und Ludendorff hatten außerhalb der Reichswehr nur minimalen Rückhalt in der Gesellschaft, vor allem und in den preußischen Ostprovinzen. Und so war es eigentlich weniger der Generalstreik selbst wichtig als dessen Ankündigung am Morgen des 13. März 1920. Dieser Tag war ein Samstag. Als der Generalstreik am Montag, dem 15. März, dann tatsächlich begann, brach die Front der Putschisten schon zusammen und Kapp suchte um Verhandlungen nach. Dies war auch 1933 ein Mythos, als am Abend des 30. Januar nunmehr die KPD war, die zu einem Generalstreik aufrief, um sich der Machtübernahme Hitlers zu widersetzen. Mit Ausnahme des kleinen schwäbischen Dorfes Mössing, wo die Partei starken Rückhalt im lokalen Arbeitermilieu hatte, kam dieser Generalstreik allerdings nirgendwo zustande. Sozialdemokratische Historiker haben wiederholt die Argumente versammelt, warum SPD und Gewerkschaften am 20. Juli nicht an die Massen appellierten. Drei dieser Argumente stechen heraus. Erstens die Grundmaxime sozialdemokratischer Politik, Gewalt und einen Bürgerkrieg zu vermeiden. Zweitens die Einsicht in die durch die andauernde Massenarbeitslosigkeit starke, geschwächte Kampfkraft der Gewerkschaften. Und drittens war es keineswegs sicher, ob die preußische Polizei einem Befehl Severings zur Gegenwehr überhaupt gefolgt wäre. Diese Argumente untermauern die Reaktion und erklären die Reaktion von SPD und Gewerkschaftsführer. Für das Reichsbanner greifen sie allerdings, so denke ich, zu kurz. Um das zu verdeutlichen, möchte ich auf ein bislang kaum bekanntes Dokument zurückgreifen, die im schwedischen Exil Anfang der 1940er Jahre entstandene Autobiografie von Franz Osterroth. Osterroth, 1900 geboren, war sozialdemokratisches Urgestein. Sein Vater Nikolaus hatte sich als Gewerkschaftsfunktionär im alten Verband der sozialdemokratischen Bergarbeitergewerkschaft im Ruhrgebiet nach oben gearbeitet und war 1919 für die SPD in die Nationalversammlung eingezogen. Franz Osterroth ist ein wichtiger Augenzeuge, weil er 1932 bereits seit einigen Jahren als Redakteur in der Bundesgeschäftsstelle des Reichsbanners in Magdeburg arbeitete, als Redakteur der Reichsbanner Zeitung und deshalb die dortigen Verhältnisse aus erster Hand kannte. Am 20. Juli war Osterroth auf der Fahrt nach Magdeburg, als ihn die Nachricht erreichte. Vom Hauptbahnhof ging er sofort in ein Lokal, in dem eine Funktionärskonferenz der örtlichen SPD im Gange war. Der Vorsitzende des Ortsvereins war gerade dabei, ich zitiere hier aus den Erinnerungen, mit einer halb büromäßigen Stimme die Schlussfolgerung zu zitieren. Und ich zitiere nochmal nach Franz Osterroth: Genossen, lasst euch nicht provozieren. Wir wollen in Ruhe abwarten, was uns der Hauptvorstand der Partei für Anweisungen gibt. Ende des Zitats. Und dann nach der Schilderung von Osterroth gingen die Genossen erregt achselzuckend, gruppenweite diskutierend, aus dem Lokal heraus und gingen nach Hause. Rückblickend beharrte Osterroth allerdings darauf, und ich zitiere, dass es eine innere Bereitschaft bei unseren Massen gab, Ende des Zitats, den Kampf gegen Preußen aufzunehmen. Als Beleg dafür führte er in der Rückschau zwei Dinge an. Zum einen das Beispiel eines jungen Parteisekretärs, der am 21. Juli auf dem Büro erschien und Hölltermann erklärte, er wollte sein Amt als Parteisekretär hinwerfen. Für die breitere Masse der Arbeiter führte er allerdings an, dass deren Kampfwillen, Zitat, am 20. Juli durch eine gewaltige Kundgebung am Sonntag zuvor bestärkt worden sei. Osterroth hatte diesen Tag der Freiheit, das war der offizielle Name, der am 17. Juli stattfand, dem Sonntag, selbst mit geplant. Besonders erfreut war er darüber, dass der in Deutschland lebende russische Biologe Sergei Tschachotin an diesem Tag anwesend war. Tschachotin hatte maßgeblich daran mitgewirkt, dass die Eiserne Front eine kohärente symbolpolitische Sprache benutzte, in deren Zentrum der Kampf gegen die Nationalsozialisten stand. So hatte er unter anderem das Drei-Pfeile-Symbol entworfen. Es symbolisierte die vereinigte Kraft von SPD, Gewerkschaften und Reichsbanner, die sich gemeinsam gegen den faschistischen Gegner wandten.
Bei Aufmärschen wurde es oft auf Transparenten benutzt, auf denen dann stand und zum Beispiel: O armer Nazi, eile, drei Pfeile, drei Pfeile. Dieser Tag der Freiheit in Magdeburg am 17. Juli 1932 mobilisierte in der Tat Zehntausende von Menschen. Osterroths Behauptung, es sei die größte Kundgebung der sozialistischen Arbeiterbewegung in Magdeburg seit 1918 gewesen, hat einiges für sich. Der Ablauf folgte sehr penibel der Choreografie von Reichsbanner Massenveranstaltungen, die seit 1924 eingeübt und perfektioniert worden war. Eine Delegation brachte eine riesige, ich zitiere jetzt öfter aus den Erinnerungen, eine riesige Hessenfahne mit den silbernen drei Pfeilen, die von Hessen über Hamburg nach Magdeburg gebracht worden war. Nach einer Ansprache Höltermanns am Domplatz setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Voran die Schufo-Formation, dann das Jungbanner, dann die Gewerkschaften oft in Berufskleidung, gefolgt von Gruppen der SPD, darunter auch geschlossene Frauengruppen in der Eisernen Front. Ab 1931 durften endlich auch Frauen bei der Verteidigung der Republik mitmachen. Bei der Gründung des Reichsbanners war diese Idee als absurd zurückgewiesen worden. Dann kamen am Ende die Arbeitersportler. Diese Reihenfolge spiegelte das Selbstverständnis des Reichsbanners wider, für das die Schutzformationen an erster Stelle standen. Am Straßenrand standen jubelnde Zuschauermassen, die Osterroth zufolge anfeuernde Rufe mitgaben. Der Schufo warf man Blumen zu, so schreibt er. Ein Begeisterungsrausch hatte alle verwandelt, so Osterroth. Und ein Bürger am Straßenrand äußerte, so berichtet er, gegen solche Massen kommt Hitler nicht durch. Es gibt keinen Grund, an Osterroths euphorischer Schilderung zu zweifeln. Aber die Tatsache bleibt, dass die für die Republik begeisterten Massen aus Magdeburg drei Tage später keine aktiven Schritte gegen den Preußenschlag unternahmen. Wichtiger in meiner Sicht ist allerdings, dass sich Osterroths Urteil über den am 17. Juli errungenen Erfolg auch in der Rückschau keineswegs änderte. Die Ursache dafür wird klar, wenn wir uns vergegenwärtigen, warum Osterroth und viele Sozialdemokraten sich im Reichsbanner engagierten. Dieses war nicht zur Durchsetzung spezifischer politischer Ziele gegründet worden, sondern es diente in erster Linie dem Zweck, die Präsenz der zumeist sozialdemokratischen Republikaner durch Aufmärsche und die theatralische zur Schaustellung republikanischer Symbole in der Öffentlichkeit zu demonstrieren. Das Reichsbanner war kein Instrument zur Erringung oder Durchsetzung von Macht. Es diente, um die Sprache der neueren Kulturtheorie aufzugreifen, es diente der Erzeugung von symbolpolitischer Performance. Also es kam darauf an, in der Darbietung, im Handeln, in der Öffentlichkeit etwas zu zeigen. Es wollte und sollte mit anderen Worten nicht politische Entscheidungen durchsetzen, sondern die politische Kultur prägen. Und aus diesem Grund gab es im Reichsbanner auch keinen Grund, nach dem 20. Juli in Depression zu verfallen. Wie die neuere Forschung gezeigt hat, gingen die Reichsbannermänner mit Energie und Zuversicht in die Wahlkämpfe vom 31. Juli und dann vom November 1932 und sie verloren ihre Zuversicht bis in den Januar 1933 hinein nicht. Dies ist auch in einem anderen Zusammenhang wichtig, den ich kurz aufzeigen will. Denn auch Historiker wie Karl Friedrich Bracher, welche die Chancen eines Widerstandes gegen den Preußenschlag skeptisch beurteilten, bestanden darauf, dass es die Möglichkeit einer nachhaltigen Demonstration, einer Bekundung des Selbstbehauptungswillens gegeben habe, die einen Weg aus dem, ich zitiere hier, psychologisch-moralischen Zusammenbruch der Demokraten hätte weisen können. Hier stehen also die politischen und psychologischen Folgen der Untätigkeit im Zentrum der Kritik. Aber trifft die Prämisse dieser Argumente zu, gab es im Gefolge des 20. Juli einen moralischen Zusammenbruch in der SPD, der auf die Untätigkeit der Parteispitze zurückging. Diese Frage ist für eine Partei mit rund 1 Million Mitgliedern naturgemäß schwierig zu beantworten. Für den Versuch einer Antwort will ich eine bislang nicht befragte Quelle heranziehen, das Protokoll des SPD-Parteiausschusses vom 20. September 1932, also 2 Monate nach dem Preußenschlag. Der Parteiausschuss war seit 1912 neben dem Parteivorstand ein zweites Führungsgremium der Partei, ihm gehörten Vertreter der Parteibezirke an.
Und diese regionale Vielschichtigkeit der Auffassung zeigte sich auch am 20. September. Mathilde Wurm, die im Weltkrieg zur USPD gewechselt war, leitete die Diskussion des Referats von Otto Wels mit der Behauptung ein, ich zitiere, die Massen sind enttäuscht gewesen. Sie hatte aus Reichsbanner Kreisen gehört, dass am 20. Juli ungefähr 15.000 Reichsbanner Kameraden gerüstet dagestanden hätten, aber nicht eingesetzt worden seien, Zitat Ende. Der Chemnitzer Bezirksvorsitzende Karl Böchel widersprach sofort entschieden. Er bezeichnete es als einen Wahnsinnsplan, wenn Parteimitglieder behaupten, wir hätten am 20. Juli losschlagen müssen. Innerhalb von 2 Stunden, so Böchel, wäre ein ungeheures Blutbad angerichtet und die Arbeiterschaft wäre das Opfer gewesen. Gustav Ferl, der Bezirkssekretär für Magdeburg-Anhalt, sekundierte Böchel. Er forderte für die Masse der Mitglieder eine Aufklärung darüber, dass und warum es, ich zitiere nochmals, organisatorisch und politisch nicht möglich war, den Kampf auszutragen. Und wie viele andere Diskussionsredner auch, beklagte er eine mangelnde Koordination zwischen der Partei und dem Reichsbanner, die sicherlich zusätzlich zu den Gründen hinzugefügt werden sollte, warum die Gegenwehr gegen den Preußenschlag so ausfiel, wie ich das vorher bereits geschildert habe. Dann sprach Karl Meidmann, der Hamburger Bezirksvorsitzende, und setzte einen etwas anderen Akzent. Er verlangte eine Verjüngung des Parteivorstandes, räumte ein, dass sich nach dem 20. Juli, ich zitiere nochmals, zwangsläufig die Auffassung verbreitet habe, unsere Politik seit 1918 wäre falsch gewesen. Meidmann gab Fehler zu, aber er wollte diese Schlussfolgerung nicht ziehen. Wichtiger schien es, ich zitiere nochmals, in die Zukunft zu sehen. Zitat Ende. Nun, da man die Staatsmacht verloren habe, müsse es, ich zitiere nochmals, eine Sammlung der Sozialistischen Front geben. Mit dem bisherigen Sammelbegriff Demokratie sei das aber nicht möglich. Es müsse vielmehr, so sagte Meidmann, ein neues sozialistisches Denken geben. Er betonte, dass der Hamburger Bezirk seine Auffassung weitgehend teilte und er wehrte sich in der Diskussion dann gegen den Vorwurf, er plädiere für eine Einheitsfront mit den Kommunisten. Der Hamburger Bezirksfrauenausschuss der SPD, der diesen Bericht aus dem Parteiausschuss dann aufgriff, 3 Tage später, am 23. September, stimmte Meidmann zu und machte klar, was die Implikationen seiner Ausfügungen gewesen waren. Ich zitiere nochmals aus dieser Diskussion nun unter den Frauenvertreterinnen der Hamburger SPD, die Koalitionspolitik in Weimar habe zu Rücksichten auf den Gegner gezwungen. Somit eröffne sich mit dem Ende der Koalition in Preußen eine neue Chance. Ich zitiere aus dem Protokoll dieser Versammlung, wir müssen mehr die historische Schuld des Kapitalismus und das Endziel unseres Kampfes, seine Überwindung, aufzeigen. Ende des Zitats. Im Klartext hieß es, für Verzagtheit und Pessimismus gab es überhaupt keinen Grund. Denn das Endziel der Sozialdemokratie, das Endziel der Sozialdemokratie im Jahr 1932, sollte ich vielleicht hinzufügen, die Schaffung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung vermittelte einen historischen Optimismus, der auch über die schwere Niederlage am 20. Juli 1932 hinweghalf. Ich komme zum Schluss und fasse die wichtigsten Punkte noch einmal thesenartig zusammen. Erstens. Eine Analyse von Ursachen und Verlauf des Preußenschlages ist unvollständig, wenn sie nicht den Dualismus von Preußen und Reich und damit die tiefgreifenden Funktionsprobleme des föderalen Systems in seiner Weimarer Form berücksichtigt. Am 20. Juli 1932 erfolgte ein verfassungswidriger Schlag gegen die legitime preußische Regierung. Und das bestätigte auch das Urteil des Reichsgerichts, dass gerade sozusagen die Aufhebung der föderativen Elemente der föderativen Kompetenzen der Regierung Braun, nämlich die Vertretung Preußens im Reichsrat der Länderkammer der Weimarer Republik, für unrechtmäßig erklärte. Aber dieser Gewaltstreich bot zugleich eine autoritäre Lösung für ein Problem, das auch für Demokraten wie Otto Braun eine hohe Relevanz hatte. So gesehen haben auch die Reformpläne und Reformdiskussionen, die Otto Braun selbst mit angestoßen hatte, diese offene Flanke geschaffen,
die die Regierung von Papen dann am 20. Juli gewaltsam nutzen konnte. Es gibt keinen besseren Beleg für diese Zusammenhänge als einen Brief Otto Brauns vom 29. August 1932, in dem er seine Skepsis gegenüber dem laufenden Rechtsstreit gegen die Reichsregierung vor dem Staatsgerichtshof ausdrückte. Und ich zitiere: Ich habe innere Hemmungen, die daraus resultieren, dass der Zustand, wie er jetzt geschaffen ist, meiner Grundidee entspricht, freilich nicht in der Art des Zustandekommens und noch weniger in dem geschaffenen Zerrbild, meine Billigung findet. Ende des Zitats. Zweitens, wer sich von einem Generalstreik gegen den Preußenschlag eine Rettung der Weimarer Republik erhoffte oder sie sich rückblickend noch heute erhofft, saß oder sitzt dem Mythos der proletarischen Klassensolidarität auf, der zu den hartnäckigsten Mythen in der Geschichte der deutschen und wahrscheinlich nicht nur der deutschen Arbeiterbewegung gehört. Die kollektive Handlungsfähigkeit der Arbeiterklasse war zu keinem Zeitpunkt seit 1914 stärker fragmentiert als 1932, und zwar auch, weil die Sozialdemokraten angesichts der unablässigen Infiltration der sozialdemokratischen Arbeiterorganisationen durch Lockspitzel und Mitglieder der KPD jegliches Vertrauen in die Möglichkeit eines gemeinsamen Handelns mit den Kommunisten verloren hatten. Drittens, es gehört, das sollte nicht vergessen werden, gerade am 20. Juli 1932, zu den großen historischen Errungenschaften des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, dass es tatsächlich eine erfolgreiche, große Erzählung, der englische Ausdruck dafür lautet Master Narrative, aber Sie wissen, was gemeint ist, sozusagen ein Narrativ, das Sinn schafft und zur kollektiven Sinnschöpfung beiträgt, vom Sinn der republikanischen Staatsgründung und ihrer Legitimität entwerfen konnte und dies dann im Alltag der Massen der Bevölkerung verankern konnte. Und zwar einer Legitimität der Republik, die sowohl in der deutschen Geschichte seit 1848 begründet war, die Revolution von 1848 war ein wichtiger und der Aufbruch zur Demokratie in der Paulskirche war ein wichtiger Bezugspunkt für die große historische Erzählung des Reichsbanners, aber auch eine Legitimität, die die republikanische Verfassung selbst fundierte. Aber diese große Erzählung und die durch sie geschaffene Legitimität war keine hinreichende Waffe gegen die Politik von Geier, Papen und Schleicher, die sich selbst um die Legalität ihrer Entscheidungen nicht kümmerte. Im Reichsbanner täuschte man sich über die Differenz von symbolischer Politik und Machtpolitik hinweg. Und gegen die Machtmittel der Regierung Papens konnte die symbolische Politik im Zeichen von Schwarz-Rot-Gold nicht bestehen. Viertens, bereits mit dem Ausgang der preußischen Landtagswahlen im April war eine Rückkehr zu geordneten parlamentarischen Verhältnissen, also ein Regieren mit der Mehrheit der Abgeordneten im Parlament, extrem unwahrscheinlich geworden. Nach dem Preußenschlag war sie ausgeschlossen, und zwar in Preußen und im Reich. Mit der Ausschaltung der legitimen Regierung in Preußen waren so die Weichen für eine autoritäre Umbildung der Verfassung gestellt. Die Machtübergabe an Hitler am 30. Januar 1933 war damit noch nicht notwendig geworden, aber doch sehr viel wahrscheinlicher. Ich danke Ihnen. Lieber Herr Ziemann, ganz herzlichen Dank. Der Kampf gegen den Nationalsozialismus begann nicht erst 1933 und er war, wie Sie gezeigt haben, auch vor 1933 nicht von Erfolg gekrönt. Sie haben heute Abend mit diversen Mythen aufgeräumt. Sie haben einen kritischen Blick auf das, was nach 1945 vermittelt wurde, deutlich gemacht. Sie haben aber auch gezeigt, dass Langlebigkeit von historischen Mythen durchaus etwas ist, mit dem wir nicht nur in der NS-Zeit, sondern auch in der Zeit davor gekämpft haben. Die einzelnen Männer des Reichsbanners, auch die Frauen in der Eisernen Front, die waren vielfach natürlich in den Tagen nach dem 20. Juli 1932
enttäuscht und hofften auf eine andere Situation, auf eine andere Lösung. Dieses war nicht der Fall und sie haben überzeugend dargelegt, warum das der Fall war. Es ist immer gut, wenn man sich am Vorabend von staatlicher Erinnerung und Erinnerung der Stiftung 20. Juli 1944, man sich Wegmarken und auch Wendepunkte der deutschen Geschichte in Erinnerung ruft, wie wir das mit den Vortragsveranstaltungen hier machen. Weimarer Geschichte ist Teil der Demokratiegeschichte. Und auch der Blick auf das Scheitern der Demokratie eröffnet uns einen neuen Blick auf die Möglichkeiten der Demokratieverteidigung in einer vergleichenden Perspektive. Das hat der heutige Abend gezeigt. Meine Damen und Herren, morgen ist der Tag der Erinnerung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus gewidmet. Morgen ist der Tag, an dem um 15 Uhr in der Gedenkstätte Plötzensee die Gedenkfeier der Bundesregierung und der Stiftung 20. Juli 1944 stattfinden wird und wo Minister Habeck und Svetlana Tichanowskaja, die belarussische Oppositionsführerin, über ihre Sicht auf den Widerstand sprechen werden. Da der Tag morgen sehr heiß sein wird, haben wir für diejenigen, wie mir eben noch bestätigt wurde, die nicht sich den 38 Grad in Plötzensee aussetzen möchten, 60 Plätze in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zur Verfügung gestellt, wo im Saal 2b der Livestream auch gemeinsam betrachtet werden kann. Also überlegen Sie morgen gut, wie warm es wird und wie Sie selbst Ihre Gesundheit einschätzen. Ich gebe sonst keine warnenden Worte mit auf dem Weg, sondern eigentlich immer nur Worte, die zum Nachdenken anregen sollen. Und das tue ich heute auch hier. Ich weiß, dass wir Deutschen uns schwer tun mit unseren Tagen der Freiheit und mit der Erinnerung an Freiheitsbewegungen. Lassen Sie uns wirklich den 20. Juli 1944 auch im kollektiven Gedächtnis immer als einen Tag der Freiheit begreifen und nicht nur als einen Tag scheinbar einer politischen Niederlage, sondern als einen Tag des Aufbruchs, an den zu erinnern sich wahrhaftig lohnt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen guten Heimweg. Vielen Dank.